Entscheidung in den letzten Augenblicken und ein mitreißendes Finish. Der Spieltag zwischen dem TC 1899 Blau-Weiß und dem TC SCC Berlin hat alles, was ein Hauptstadtderby braucht. 9 spannende Matches und packende Duelle. Am Ende können sich die Gäste knapp aber verdient mit 6:3 durchsetzen. Es ist eine harte Niederlage. Alle Spiele waren sehr eng. In einigen gab es ein Match-Tiebreak. Es hätte auch in beide Richtungen ausgehen können. Wir haben leider verloren. Was soll man da machen? Wir hatten einfach kein Glück. Es ist eines von insgesamt 3 Hauptstadtderbys, das es diese Saison in der zweiten Bundesliga Nord gibt. Vor einer Woche war der SCC bereits gegen den LTTC Rot-Weiß erfolgreich. Das Ziel ist aber für alle Teams klar: Klassenerhalt. Daher wird um jeden Punkt gekämpft. Aber das will man ja auch eigentlich von einem Derby, von einem Berlin-Derby, ne? Dass alle Matches super eng sind und spannend. Und das ist natürlich auch der größte Spaß für die Zuschauer, aber auch für uns Spieler. Den besseren Start erwischen heute die Gastgeber. Erst der Zweisatzsieg von Neuzugang Michael Agwi. Dann der nächste Erfolg im Match-Tiebreak durch die Niederländer Ryan Niebuhr. Auch Jonas Hartenstein ist knapp am Sieg dran, ehe er sich nach 2 Stunden und 45 Minuten Nick Case Muamba vom SCC geschlagen geben muss. Dann aber wendet sich das Blatt und alle darauffolgenden Einzel gehen an den SCC. Auch das Spitzenspiel zwischen dem Kroaten Matej Dodic und Daniel Masur entscheidet der SCC im Tiebreak für sich. Jeder einzelne Spieler hat heute performt, ist an sein Leistungsmaximum gekommen. Alle haben das umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben. Wir hatten einen unglaublichen Teamspirit heute und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht war das das kleine Quäntchen, was den Ausschlag gegeben hat. Der Vorteil liegt damit nach den Einzelnen klar beim SCC. Blau-Weiß muss alle Doppel gewinnen, um den Spieltag noch für sich zu entscheiden. Eine Mammutaufgabe, aber nicht unmöglich. 3 Doppel sind noch übrig. 3-mal fällt die Entscheidung erst im Match-Tiebreak. Herzschlagfinale in Grunewald. Zwar kann die tschechische Paarung Safranek Stanek einen weiteren Matchpunkt für den TC Blau-Weiß einfahren, doch sind es Imanol Lopez Morillo und Diego de Dura Palomero, die dem SCC den entscheidenden Sieg bescheren. Wir haben unser Doppel im Match-Tiebreak gewonnen. Leider haben die Jungs neben uns im Match-Tiebreak verloren. Es hätte auch anders verlaufen können. Am Ende hat uns ein wenig Glück gefehlt. Und auch den letzten Matchpunkt sichert sich die Mannschaft vom SCC, die sich somit ein zweites Mal in dieser Saison zu Derby-Siegern macht. Und auch der Klassenerhalt ist somit so gut wie in trockenen Tüchern. Für den TC 1899 Blau-Weiß ist noch alles offen und auch sie können noch Derby-Sieger werden. Im Spiel gegen den LTTC Rot-Weiß wollen sie vor allem durch Team-Spirit punkten. Dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, haben wir ein echt stimmiges Team, wo wir uns alle super verstehen, auch mit den Leuten, die jetzt das erste oder zweite Mal erst für uns spielen. Von daher ist das schon was sehr Positives. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt aber nicht, denn bereits am Sonntag empfangen die Blau-Weißen den Nachbarclub aus Grunewald. Dieser wartet die Saison immer noch auf seinen ersten Sieg. Die Weichen für einen weiteren spannenden Spieltag sind somit aber gestellt.